Gasometer brauchen wir nicht mehr in Berlin. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Umstellung auf Erdgas 1996 dazu führte, dass die letzten städtischen Gaswerke geschlossen wurden. Ja? Und für das Erdgas gibt es nur einen einzigen Speicher, den unterirdischen Gasspeicher am Olympiastadion. Der reicht da völlig aus und deswegen sind die anderen entweder abgerissen worden, wie in Charlottenburg, oder wie hier in Schöneberg auf der Insel, steht es halt als technisches Denkmal.